Hallo und herzlich willkommen zu einem Ausflug in einen Bereich, der noch sehr unerforscht ist und mit dem ich mich seit circa 6 Jahren beschäftige, sehr intensiv beschäftige und zu dem ich seit etwa 4 Jahren, seit 2016, Vorträge halte, nämlich dem Mandela-Effekt. Dieser Name ist ein bisschen irreführend, aber darauf komme ich noch im Verlauf des Vortrags zurück. Was das Ganze mit Manipulation zu tun hat und warum das die Grundlage ist, um den Mandela-Effekt zu verstehen, werde ich erläutern und dann werde ich erklären, was Paul McCartney mit John F. Kennedy zu tun hat, was Raumschiff Enterprise mit Star Trek zu tun hat und warum die Matrix eine so große Rolle spielt. Nicht nur der Film. Ja, fangen wir mal an. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei und habe hier eine kleine Präsentation vorbereitet. Dieser Mann hier, Professor Sean O'Hagan-Tay, der wird tatsächlich so geschrieben, ist der Gründer und Direktor des Studienzentrums für existenzielle Risiken an der Universität Cambridge. Dass es sowas gibt, wusste ich gar nicht. Ein Studienzentrum für existenzielle Risiken finde ich schon mal spannend. Und der Mann sagt: Künstliche Intelligenz schafft völlig neue Bedrohungen oder verändert bereits existierende Sicherheitsprobleme, sowohl online wie offline. Und das ist der wichtige Punkt, sowohl online wie offline, dass das Ganze online funktioniert. Ich meine, das dürfte uns klar sein, künstliche Intelligenz, aber wie kann das denn sein, dass KI offline auch etwas verändert? Darauf kommen wir zurück, was er uns damit sagen will. Der Mann hier sagt, künstliche Intelligenz ist gefährlicher als Atomwaffen und das ist Elon Musk, den werdet ihr wahrscheinlich kennen. Elon Musk hat auch gesagt, dass er uns warnt vor der Erschaffung einer gottesähnlichen KI, künstlichen Intelligenz, die die Menschheit auf ewig einer Diktatur der Maschinen unterwerfen würde. Und da wird es jetzt richtig spannend und da geht es in die Tiefe. Und dahin werden wir gehen in den nächsten 20 Minuten. Wir fangen an mit Professor Rainer Mausfeld. Er ist Professor mit dem Schwerpunkt Wahrnehmungspsychologie an der Uni Kiel gewesen. Mittlerweile ist er da emeritiert. Das heißt, er lehrt nicht mehr, aber er kann sich seit einigen Jahren seiner Privatforschung widmen. Und er sagt, es gibt Techniken, die dazu dienen, schwerwiegende Verletzungen moralischer Normen durch die herrschenden Eliten für die Bevölkerung moralisch und kognitiv unsichtbar zu machen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt Techniken, die sogenannten Eliten einsetzen, um schwerwiegende Verletzungen moralischer Normen, man könnte das auch als Verbrechen bezeichnen, durch die herrschenden Eliten für die Bevölkerung moralisch und kognitiv unsichtbar machen können. Das heißt, moralisch unsichtbar, wir sollen das nicht mehr fühlen, kognitiv unsichtbar, wir sollen gar nicht mehr darüber nachdenken, dass da was schiefläuft. Wie machen die das? Es gibt mehrere Techniken. Ich habe hier mal einige aufgelistet, die Professor Mausfeld anführt. Die Apathieinduktion, das heißt, wir sollen apathisch werden durch zum Beispiel Sorgen um den finanziellen Lebensunterhalt. Glaube ich, ist momentan aktueller denn je in der derzeitigen Lage. Wir schreiben heute den 12. Dezember 2020, nebenbei gesagt. Die Angsterzeugung und der Konsumismus. Das sind mal so ein paar Dinge, die herausgestellt wurden. Es gibt noch viele andere dazu. Angsterzeugung, damit leben wir heute tagtäglich. Das ist eher schon Panikerzeugung in Bezug auf das C-Virus. Wir möchten den Namen ja nicht aussprechen, der unaussprechliche. Konsumismus, ja, glaube ich, ergibt sich selbsterklärend. Meinungsmanagement, darauf gehe ich gleich nochmal auf einer weiteren Folie ein. Und Empörungsmanagement, das heißt, wir empören uns mal kurzfristig über eine Sache und sagen dann am nächsten Tag, ui, jetzt kommt was Neues, darüber empören wir uns auch. Das Alte haben wir vielleicht mit einer Petition abgearbeitet, haben unterschrieben und damit ist das gut. Aber das ist Empörungsmanagement. Wir empören uns nicht mehr wirklich tief, sondern wir machen das an der Oberfläche und sehen, dass wir einigermaßen durchkommen.
Ich möchte noch ein Zitat hier anfügen von Professor Mausfeld. Nur wenn wir uns entschließen, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen, nur wenn wir unsere induzierte moralische Apathie, das habe ich gerade erläutert, überwinden, nur wenn wir nicht mehr bereit sind, uns mit der Illusion der Informiertheit, der Illusion der Demokratie, der Illusion der Freiheit zufrieden zu geben, nur dann haben wir eine Chance, diesen Manipulationstechniken zu entgehen. Das hat Herr Mausfeld circa 2015 geschrieben, in einem Vortrag, der auch auf YouTube verfügbar ist, der heißt Warum schweigen die Lämmer? Mittlerweile auch als Buch, ich glaube, im Kopp Verlag erschienen. Sehr, sehr interessant. Und hier sehen wir mal, was heute brandaktuell ist. Wir glauben, informiert zu sein, wenn wir dem RKI und der Bundesregierung zuhören. Wir haben das Gefühl, noch in einer Demokratie zu leben, obwohl das Parlament seit Ende März 2020 ohne Entscheidungsfähigkeit ist. Das heißt, Bundeskanzlerin und Gesundheitsminister dürfen alleine entscheiden über viele Dinge. Parlament wird nicht mehr gefragt, wird im Nachhinein informiert, dass eine Entscheidung getroffen worden ist. Dann darf man diskutieren. Das ist nicht Demokratie. Und die Illusion der Freiheit. Wir haben keine Freiheit mehr. Wir haben grundlegende Freiheitsrechte werden verletzt. Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Das öffentliche Aussprechen der Meinung ist mittlerweile geächtet zum großen Teil. Das kennt ihr wahrscheinlich selbst auch, wenn ihr über die Hintergründe des C-Virus redet. Gunnar Kaiser spricht darüber wunderbar in seinen Vorträgen. Es kommt nicht mehr auf die Information an, nicht mehr auf den Faktengehalt. Wenn wir beispielsweise die Metastudie von Professor Ioannidis von der Stanford University zitieren, das spielt alles keine Rolle mehr. Es wird nur noch geglaubt, was gesagt wird von vielen, vielen Menschen. Warum das so ist, hängt einerseits mit diesen Manipulationstechniken zusammen, aber auch damit, dass die Menschen wie Gunnar Kaiser in seinem Video, es ist ein Kult, erläutert, sich innerhalb der Blase befinden, in der sie diese Fakten der Regierung und des RKI einfach annehmen, ohne sie zu hinterfragen. Ist aber ein anderes Thema. Wir gehen weiter. Meinungsbildung funktioniert relativ einfach, weil die Schwachstellen von den sogenannten Eliten, ich sage auch gerne soziale Randgruppen, sehr intensiv erforscht wurden seit den 1920er Jahren über die Sozialwissenschaften, die da eingeführt wurden. Da wurde ganz tief herausgefunden, warum wir Menschen uns eine Meinung bilden, wie das funktioniert, wie wir uns auch zusammenschließen. Und diese Schwachpunkte für die Eliten, die sogenannten Eliten, die wurden ausgemerzt. Durch Gewöhnung zum Beispiel. Wir werden an Völkerrechtsbrüche gewöhnt, viele, viele Kriege in den letzten Jahren. Ich kann das hier alles nur andeuten. Ich habe nur 20 Minuten. Der Vortrag dauert 2,5 Stunden normalerweise. Diese viele Kriege wurden völkerrechtswidrig geführt in den letzten 2 Jahrzehnten und wir haben uns daran gewöhnt. Drohnenmorde. Als der erste geschah im Jahre 2009, war es, glaube ich, war das noch ein Riesenaufschrei weltweit. Mittlerweile passiert es täglich. Und unter der Regierung Obama wurden knapp 130.000 Drohnen losgeschickt, vorwiegend übrigens auf islamische Länder. Das mal nur so nebenbei gesagt. Der Status quo, eine ganz wichtige Sache. Wir sind als Menschen Fans des Status quo und wir haben eine Neigung, dem Status quo anzuhängen, auch wenn es bessere Optionen gibt oder gäbe. Das ist eine Neigung des Menschen psychologisch gesehen. Genauso wie wir selbstständiges Denken nicht mehr erüben. Ich muss sagen, ich beschäftige mich seit 1983 mit diesen Themen und es war in den 80er, 90er Jahren noch eine viel größere Bereitschaft, selbstständig zu denken, da als heute bei den meisten Menschen. Es wurde noch diskutiert, auch über Politik konnte diskutiert werden. Man wurde nicht in die Ecke, in irgendeine Ecke gestellt, wenn man eine andere Meinung als die Regierung hatte. Es war einfach eine andere Meinung. Heute ist selbstständiges Denken durch Überschwemmen mit Nichtigkeiten kaum noch drin bei den meisten. RTL 1 bis 27, keine Ahnung, was sonst noch alles so gibt, Netflix und so weiter. Und wir sind zudem noch, wenn wir das mal psychologisch betrachten, von der Informationswahrnehmung her, sagt Dr. Mausfeld, im Banne des Augenblicks. Das bedeutet, was gestern noch gezählt hat, spielt heute keine Rolle mehr. Herr Drosten kann im Januar sagen, Masken sind völlig unnütz, um im April sie vehement jedem ins Gesicht zu drücken. Oder er sagt 2014, der PCR-Test ist nicht geeignet.
eine Virusinfektion festzustellen, um dann 2020 dieses Ding millionenfach herzustellen und auf der Welt zu verteilen. Das ist also eine Sache, wir sind im Banne des Augenblicks. Wir erkennen, das habe ich hier geschrieben, unsere Geschichte nicht mehr. Wir befassen uns mit unserer jüngsten Geschichte schon nicht mehr, geschweige denn mit einer länger zurückliegenden Geschichte, und leiden quasi an Identitätsverlust durch Gedächtnisverlust. Denn das ist in der Psychologie, gehört das zusammen. Wenn wir unser Gedächtnis verlieren in Bezug auf die Dinge, die in unserer Vergangenheit wichtig waren, erleiden wir einen Identitätsverlust. Und das können wir heute, glaube ich, auch ganz gut sehen. Die meisten Menschen identifizieren sich nicht mehr mit sich selbst, mit ihrem Wesen, mit ihrer Seele, könnte man sagen, mit der Essenzelektronengemeinschaft, wie Dr. König das formuliert, mit dem, was beständig ist, was ewig ist, was lebt, sondern wir identifizieren uns mit allem Möglichen im Außen. Das hängt mit dem Gedächtnisverlust zusammen, sagt Professor Mausfeld. Wir haben eine Krise, aha, keine Ahnung, was ist es eigentlich? Krise, hier der deutsche Michel, übrigens auch eine Verballhornung, das wäre eigentlich der Erzengel Michael, unser Schutzheiliger hier in unseren heimischen Breiten. Der wurde zum deutschen Michel verballhornt. Und der sagt, Bier ist doch billig und Fußball läuft auch. Naja, Fußball nicht mehr so richtig, aber Bier immer noch. Aber das ist auch mal nur so am Rande. Wir haben immer eine Wahrnehmung von bestimmten Dingen. Ob das das gerade angesprochene Themen, der gerade angesprochene Themenkreis ist, was auch immer. Das hier kennt ihr vielleicht. Wenn wir diesen Text lesen wollen, ist das hier noch relativ einfach, denke ich, für die meisten. Hänsel und Gretel sind die Kinder eines armen Holzfällers und so weiter. Ja, das kann man noch ganz gut erkennen. Unser Gehirn baut das zusammen aufgrund einer einfachen Tatsache, auf die komme ich gleich zu sprechen. Hier wird es ein bisschen schwieriger, schon das Wort Wahrnehmung ist anders geschrieben und dann beim Lesen leistet unser Gehirn Erstaunliches. Ihr könnt das ja auch anhalten und nochmal nachlesen. Für das Verstehen eines Textes können die Buchstaben der einzelnen Wörter in beliebiger Reihenfolge angeordnet sein. Jetzt kommt's. Das einzig Wichtige ist, dass der erste und letzte Buchstabe korrekt sind. Das heißt, wir brauchen einen Bezugsrahmen. Erster und letzter Buchstabe steht für Gegenwart und Vergangenheit. Wir brauchen diesen Bezugspunkt Vergangenheit, um die Gegenwart einordnen zu können. Das zeigt unser Gehirn hier ganz deutlich. Wenn wir es mal so alles durcheinander wirbeln, da wird es schon ganz, ganz schwierig. Im Live-Vortrag können wir das dann auch nochmal selbst auseinanderfieseln. Hier einfach anhalten, wer Lust hat, und nochmal gucken. Aber da wird es schwierig. Der englische Begriff Computer und so weiter. Funktioniert auch, aber ist dann bedeutend schwieriger. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich was haben die Quantencomputer und die künstliche Intelligenz, vor denen uns Professor Shauna Hegarty und Elon Musk gewarnt haben, was haben die zu tun mit dem Mandela-Effekt? Die KI gibt es schon relativ lange. Die Wave Systems Inc. es wurde 1999 gegründet. Die haben die ersten Quantencomputer verkauft, und zwar ab 2011. Bei der Entwicklung sagt der Entwicklungschef, das ist Dr. Jordi Rose, hat er eine relativ geringe Rolle gespielt. Wer hat die dann entwickelt, wenn nicht das Unternehmen? Das muss man sich fragen, das kann ich im Live-Vortrag auch weiter ausführen. Hier sagt er im Jahre 2013, dass die Lernfähigkeit von Maschinen schneller voranschreitet, als man denkt und die Welt schneller verändern wird, als man gehofft haben mag. Das ist schon mal, finde ich, sehr, sehr spannend, als man gehofft haben mag. Warum? Kommen wir auch noch drauf zu sprechen, aber eher im Nachgang dann. Und er sagt, jetzt wird es ganz spannend. Es existiert eine enorme Anzahl paralleler Realitäten, die so real sind wie diese hier und die jeweils eine unterschiedliche, aber in sich jeweils schlüssige Geschichte, Schrägstrich Vergangenheit aufweisen. Das ist ein Kernsatz. Auf den muss ich ganz, ganz dringend hinweisen. Es existiert, das ist nach seiner Meinung, eine enorme Anzahl parallele Realitäten, die so real sind wie diese hier und die jeweils eine unterschiedliche, aber in sich jeweils schlüssige Geschichte oder Vergangenheit aufweisen. Da kommen wir zum Mandela-Effekt. Er sagt auch noch, in einem Quantencomputer kommt es zu der seltsamen Situation, dass eine Brücke zwischen zwei dieser Paralleluniversen entsteht, ein Punkt im Raum, an dem diese beiden Realitäten überlappen. Und das hier ganz am Rande, unser Quantencomputer ist ehrfurchteinflößend, er fühlt sich an wie der Altar eines Alien-Gottes, sagt er, eines The Altar of an Alien God.
Alien kann natürlich, das Alien kennt ihr, ja, die Außerirdischen, aber es kann auch einfach fremd bedeuten. Das ist übrigens meine Katze, die hier rumtouren, nebenbei, eine unserer Katzen. Und das ist ein wichtiger Punkt, auf den ich auch dann im Nachgang in einem weiteren, längeren Vortrag gern zu sprechen kommen werde. Das ist der Altar des Alien-Gottes, so sieht das Ding aus. Übrigens der kälteste Punkt der Erde. Darin muss es sehr kalt sein, damit diese Rechenabläufe funktionieren können. Wer kauft und unterstützt sowas? Hier mal kurz, ganz kurz hinschauen. Ganz interessant, immer die üblichen Verdächtigen. Kann ich nicht weiter darauf eingehen, aber diese hier auch. Das ist der Schreibtisch eines der Chefwissenschaftlers von CERN. Ja, könnt ihr auch mal nachschauen. Sehr spannend hier. Da gibt er uns einen Hinweis. Bond 1 und Mandela. Aha, ja, können wir auch nur im Live-Vortrag weiter bearbeiten. Dieser Jordi Rose, von dem ich gerade gesprochen habe, ist nicht nur Physiker, der ist auch Prophet im Nebenberuf und hat 2013 drei gefährliche Prophezeiungen getroffen, nämlich die, hat sie gefährlich genannt, ja, das ist nicht meine Formulierung. Die NASA wird bis zum Jahre 2018 einen erdähnlichen Planeten finden, und zwar innerhalb von 40 Lichtjahren. Genau das ist geschehen, 2017 ist das passiert. Dann, das ist, liegt ein bisschen in der Zukunft, der Beweis paralleler Universitäten, klar, paralleler Universen bzw. Realitäten wird bis 2023 stattfinden. Wir haben noch 2 Jahre Zeit. Das läuft gerade. Für mich ist das tatsächlich das Mandela-Effekt-Experiment. Kann ich auch nur live noch näher darauf eingehen. Und die Übernahme des Planeten durch die KI bis 2028. Das steht ja nicht alleine da. Ray Kurzweil, Lewis Rosenberg, Patrick Winston, Jürgen Schmidhuber und so weiter, die sagen das alle auch. Nicht unbedingt bis 2028. Die geben uns ein paar Jahre mehr Zeit, 2032, 2040. Aber das steht an. Darum geht es. Darauf kann ich leider auch nicht weiter eingehen. Aber der Mandela-Effekt, was ist denn da los? Wie kann das denn sein? Warum glauben manche, Mandela sei 2013 gestorben? Andere sagen Ende der 80er, Anfang 90er Jahre. In diesem Buch hier steht, dass er am 23. Juli 1991 gestorben sei. Mag für dich eine Überraschung sein, für andere überhaupt nicht. Die sagen, ja, klar, stimmt. Andere sagen, nein, 2013. Was stimmt von den beiden? Es stimmt mutmaßlich beides. Denn auf der einen Zeitlinie ist das geschehen, auf der anderen ist das geschehen. Dann haben die überlappt. Das würde ich gern ausführlicher erläutern im Nachgang, im weiteren Video. Und so entstehen also, sind beide Realitäten nebeneinander parallel tatsächlich real gewesen oder immer noch real. Und im Überlappen hast du die eine erlebt und ein anderer die andere erlebt. Das hier ist mein Experiment zum Mandela-Effekt. Das können wir auch nur relativ kurz hier ausführen. Meine Zeit ist fast abgelaufen. Nimm irgendeine Sache, deren du dir absolut sicher bist. Du kannst dir was hiervon aussuchen oder selbst irgendwas nehmen und stell dir einfach vor, das würde sich ändern. Und zwar als Beispiel der Geburtstag einer Tante, einer Teilnehmerin eines Seminars war immer am 15. Mai gewesen und plötzlich wollte sie am 12. Mai feiern. Alle haben gesagt, kann nicht sein, Tantchen, wirst langsam ein bisschen tüdelig, so mit Ende 60. Nein, sagt sie, hier, schaut mein Ausweis. Und da stand tatsächlich dann dieses Datum drin, zu dem sie feiern wollte, wobei vorher das andere Datum gegolten hatte. Das kann passieren. Oder hier, Penny Lane. Schönes Beispiel. Wenn du das anhörst und in deiner Erinnerung vielleicht bewegst, wie hörst du das, mit welchen Worten? Und dann hörst mal an im Original auf YouTube oder im Original von diesem Herrn hier, der das Ganze verfasst hat. Er sollte es wissen. Und auf der Originalplatte, die du auf YouTube finden kannst, ist es anders, als wie er es singt. Einfach nachprüfen und schauen. Live machen wir das natürlich alles etwas genauer. Das hier ist ein Tier, das ich noch nie gesehen habe. Also keine Ahnung, vielleicht hast du es schon mal gesehen. Ich kenne es nicht. So sollen angeblich die Kriegsschiffe im Ersten Weltkrieg ausgesehen haben. Kenne ich auch anders. Das sind nur ein paar Beispiele, die ich euch gebe für den Mandela-Effekt. Oder dass, wenn die Friedenszeit gekommen sein wird, der Wolf, Entschuldigung, das Lamm nicht mehr mit dem Löwen, sondern mit dem Wolf zusammenliegt. Das wissen die meisten auch anders. Also bei mir ist es auch der Löwe gewesen auf meiner Zeitlinie. Oder spannend, in der Bibel, in bestimmten Ausgaben wird jetzt von der Matrix gesprochen. Aha, früher stand da Womb, es geht hier um die King James Bibel übrigens. Heute steht an vielen Stellen Matrix. Weiß nicht, ob die das schon zu diesen Zeiten verwendet haben, dieses Wort. Keine Ahnung. Also es geht hier nicht um digitale Effekte, sondern um Effekte, die analog
In einer Bibel, die du aus dem Jahre 1850 finden könntest, eine King James Bibel zum Beispiel. Und dort findest du dieses Wort Matrix statt des Wortes Womb. Also das hat beides die gleiche Bedeutung. Es ist der Mutterschoß, aber ich denke, das Wort Matrix wurde damals nicht verwendet. Eins meiner Lieblingsbeispiele, das ich auch im Nachgang im nächsten Video gerne bearbeiten würde, ist das JFK-Attentat. Bitte nicht nachschauen. Hoffentlich schaffst du das bis dahin, wie das momentan so aussieht, sondern schreib mal deine Erinnerung auf, wie du das JFK-Attentat in Erinnerung hast, falls du eine Erinnerung hast daran. Und zwar genauer gesagt, wie viele Menschen saßen in diesem Auto. Schreib es dir genau auf, mach vielleicht eine kleine Zeichnung dazu, wer wo saß. Wenn du weißt, wer an welcher Stelle saß, wie die hießen, dann schreib das auf. Wir lösen das dann im nächsten Video auf. Dieser Typ hier, den kennt ihr wahrscheinlich, ja klar. Der war für mich immer komplett golden, wie hier auf dieser Zeichnung. Aber angeblich soll der einen rechten silbernen Unterschenkel gehabt haben. Haha, naja, gut. Da kommt noch mehr dazu, im nächsten Vortrag. Aus der Matrix gibt es einen richtigen Hammer-Effekt, den ich auch dann ausführen werde. Und hier, jetzt läuft mein Timer gerade ab. Machen wir noch eine Minute hinten dran. Das hier ist toll, da werde ich auch drauf eingehen im nächsten Vortrag. Und die Frage, die möchte ich kurz beantworten, was soll erreicht werden? Ich habe vorhin erläutert ganz kurz, woher wir unsere Identität beziehen, nämlich mit dem Referenzpunkt Vergangenheit. Der wird zerstört auf mannigfaltige Art und Weise. Ich konnte hier nur einiges andeuten in dieser kurzen Zeit. Und wir unterliegen dann einer maximalen Verwirrung und auch das Misstrauen wird Einzug halten, wenn unsere persönliche Vergangenheit oder Gegenwart verändert wird, was auch geschieht, wie vorhin am Beispiel der Tante gezeigt. Und wenn wir innen keine Sicherheit mehr haben, wenn wir im Innen keine Sicherheit mehr fühlen, spüren, diese Kraft nicht mehr im Inneren haben, dann wenden wir uns nach außen. Ob das Gottheiten sind, Religionen, Sekten, Kulte, was auch immer, oder eben die KI und die Maschinen. Das kann sein, dass wir uns dann an diese Autoritäten im Außen wenden werden. Und die Kernfrage lautet dann, vertraue ich mir selbst oder vertraue ich Google? Ja, darauf kann man es mal runterbrechen. Mit Google meine ich dieses ganze Konglomerat, das von Ernst Wolf mit mittlerweile 5 Firmen beziffert wird, die uns unser Leben momentan bestimmen, außer Google noch 4 andere. Kann ich auch darauf eingehen im Live-Vortrag. Jetzt möchte ich aber doch enden mit einem positiven Ausblick, mit einem förderlichen Ausblick. Mein Ansatz ist, wie kann es sein, dass? Das ist eine feststellende Frage, eine fragende Feststellung, die diesen Kritiker in mir überwindet, der da sagt, das kann alles ja gar nicht sein, wenn ich mir eine Affirmation sage, sagt er in mir, ne, Quatsch, du lebst nicht in einer friedlichen Welt. Aber wenn ich mir diese fragende Feststellung einfach so ins Bewusstsein nehme und sage, wie kann es sein, dass ich dankbar auf einer Zeitlinie lebe, auf der ich gemeinsam mit vielen Gleichgesinnten in Freiheit und in Frieden bin, auf der die Maschinen den Menschen dienen und auf der wir in Einklang und Harmonie sind mit Mutter Erde, Gaia Sophia. Hier, dann ist es eine fragende Feststellung, eine feststellende Frage. Der Kritiker ist überwunden und ich kann in dieses Gefühl gehen. Und damit können wir gemeinsam manifestieren. So sehe ich das relativ einfach. Das Buch ist doch nicht im Verlauf des Jahres 2020 jetzt fertig geworden. Es wird fertig werden, sobald es irgend geht. Das 2020er Jahr war ein bisschen zu krass, um das fertig schreiben zu können, aber es kommt. Das hier gibt es schon. Du bist das Wunder. Da wird die Technik, die ich gerade erläutert habe, in ganzer Kürze ausführlich beschrieben. Wie kann ich da hinkommen, dass ich an einen Punkt gelange, von dem aus ich manifestieren kann? Das geht nur unter bestimmten Voraussetzungen meines Erachtens. Und bitte hier gerne reinhören. Kann man auch runterladen. Gibt es als Download auch verfügbar oder eben als CD. Und das hier ist eine schöne kleine Hilfe dazu, I'm Grateful, eine CD, die vor gut 2 Jahren erschienen ist und die vielen auch schon geholfen hat, in diesen Zustand zu kommen, in dem dann die Manifestation möglich ist. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Freue mich auf ein weiteres Video oder auch einen Live-Vortrag, bei dem wir interaktiv sein können. Wenn das von der Kongressleitung hier gewünscht wird, dann bin ich da gerne mit dabei. Danke für jetzt. Alles Gute. Im Moment, kann ich sagen, einen guten Übergang ins Jahr 2021 und möge das Jahr 2021 uns etwas mehr Ruhe, Frieden, innere Gelassenheit und Freude bringen. Alles Gute, danke. Bis zum nächsten Mal.